Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Ich habe heute wieder den Partybus dabei und der bekommt von uns einmal die Seitenschweller und den Heckdiffuser. Wie ich das Ganze montiere, seht ihr wie immer nach dem Intro. So, und da bin ich wieder und habe hier meine Lichtschwerter in der Hand. Nee, sind eigentlich die Seitenschweller für den T5. Besonderheit hier bei den Seitenschweller ist, die passen nicht nur auf den T5, sondern auch auf den T6. Genauer gesagt, der T6.1. Der hat hier ohne dieselbe Schwellergruppe und somit können wir die auch verwenden. Auch hier wieder ganz klarer Vorteil, unser ABS-Kunststoff, was natürlich erstens mal für die Produktvielfalt spricht. Das heißt, ihr könnt euch wie gewohnt alle mögliche Oberfläche aussuche, sei es schwarz glänzend, schwarz matt, lackierfähig, mit Struktur, ohne Struktur, in Carbonoptik, könnt also eurer Gestaltung freien Lauf lassen. Und wie gesagt, auch passend beim 6.1. Ihr wundert euch natürlich vielleicht auch noch, wie ich aussehe, also nicht wie sonst gewohnt im schönen Wetter Schraubermodus, sondern heute mal back to the roots. Und das Auto ist zwar hoch wie Bus, aber trotzdem muss ich mich jetzt ein bisschen drunter legen, weil ohne Hebebühne ist hier die Montage etwas einfacher. Und legen wir doch gleich mal los. Ich habe hier im unteren Bereich schon mal etwas vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, ist hier der Unterboden natürlich komplett versifft. Ihr habt den ganzen Dreck von der Straße drunter, Fette, Wachse und so weiter, das muss natürlich alles weg. Und hier könnt ihr sehen, wie es dann aussehen soll. Natürlich haben wir so dann die beste Voraussetzung, um eine ordentliche Klebekraft zu entwickeln. Und ja, dann hebt das Ganze natürlich. Also, nachdem ich jetzt hier alles vorbereitet habe, fangen wir mit dem ersten Teil an. Ihr wundert euch natürlich sicher, warum haben wir hier zwei Teile? Das haben wir bewusst so gemacht. Seht ihr dann gleich zum Ende hin. Von der Vorgehensweise her, das allerselbe. Und aus meinem Kängurubeutel hole ich meine Klebebänder raus und hier mein Cutmesser. Wie immer natürlich einmal Passgenauigkeit prüfe, habe ich im Vorfeld auch schon gemacht. Und wie ihr hier schon mal grob sehen könnt, wir überdecken quasi die Originaldichtnaht, die hier am Fahrzeug vorhanden ist. Das heißt, einfach von der Optik her, dass wir hier erstens mal eine schöne Verblendung haben und natürlich die Dichtnaht verdecken. Ihr geht quasi her, wie gewohnt, und löst euch die Schutzfolie jeweils hier an. Und dann schnappt ihr euch ein Stück Kreppband, einmal hier umgelegt und dann auch schön fixiert, dass ihr das sauber abziehen könnt. Wichtig ist, das untere Stück, was unterm Schweller ist, muss ein bisschen länger sein, weil sonst kommt da ein bisschen in Platznot. Und das Ganze hier dran. Und dann geht es einfach darum, dass ihr den eigentlich hier vorne bündig ansetzt. Und jetzt haben wir natürlich die Besonderheit, dass man hier auf zwei Seiten drücken müsse. Einmal von unten und einmal von der Seite. Ganz wichtig, 20 Kilogramm Anpressdruck sind vorgeschrieben, damit man eine optimale Klebekraft entwickeln kann. Und dann sitzt da schon das erste Teil. Und jetzt könnt ihr hier sehen, warum wir das Ganze zweiteilig gemacht haben. Wir haben hier werkseitig eine Naht, die beide Karosserieteile abtrennt. Die wollen wir hier nochmal ein bisschen versetzt quasi darstellen. Und habe quasi die Naht hier auf diese Kante gesetzt, wo der Tankdeckel und die Tür entlang läuft. Hier oben drin war ein Klebeband drin. Das lasse ich mit der Schutzfolie so. Das geht darum, dass das natürlich ein sogenannter Vibrationsschutz ist, damit das Ding später nicht willelos am Wackeln ist. Aber die Seite ziehen wir auch nicht ganz ab, weil auch hier tun wir dann später gerade das Klebeband ansetze oder rausziehe, besser gesagt. Ist natürlich relativ eng, nicht allzu viel Spielraum hin. Und das lassen wir gerade hier so ein bisschen drüber setzen. Und
Und jetzt schieben wir quasi unseren Schweller hier drüber und richte uns hinten nach der hinteren Seite aus. Und dann sehen wir, wir können relativ bündig hier vorne an die Kante gehen. Hier hinten sieht es auch gut aus. Den hier nehmen wir mal raus. Jetzt kann man hier die zwei Stücke miteinander verkleben. Wenn ihr natürlich wollt, das Klebeband hier ohne, könnt ihr das auch anziehen. Aber ist natürlich dann die Schwierigkeit, wenn man das ineinander schiebe, nicht ganz so geil. Eventuell aber auch von der Vorgehensweise, dass man erst das lange Stück montiert und dann das kurze macht. Könnt ihr mal ausprobieren und schreibt doch mal in die Kommentare, welche Seite die bessere ist oder welche Variante dann quasi. Et voilà, haben wir es geschafft mit dem Schweller. Wir sind durch und schon sieht es richtig schön aus. Gefällt mir richtig gut, weil ganz klar hier die Abdichtnaht abgesetzt ist und somit nicht mehr sichtbar. Und wir haben einen schönen, leichten, dezenten Aufbau, der auch beim Ein- und Aussteigen nicht hindert. Gefällt mir ganz gut. In diesem Sinne mache ich das jetzt auf der anderen Seite und wenn ich da fertig bin, treffen wir uns an der Heckstoßstange wieder und dann montieren wir noch den Diffusor. So, dann komme ich direkt mit unserem kleinen Heckdiffusor hier ums Eck. Ja, klein, schon ein riesiges Teil. Aber auch hier von der Vorgehensweise eigentlich das allerselbe. Einmal hier ohne drunter alles schön sauber putzen und dann können wir auch schon mit dem Verkleben beginnen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich tue das Ding draufsetzen, tue noch links und rechts fixieren und werde mir jetzt hier einen Schnitt in die Schutzfolie reinmachen und werde mich dann wie bei der Kappspoilerlippe von innen nach außen durcharbeiten. So haben wir die beste Möglichkeit, meiner Meinung nach, um wirklich die Wölbung schön mitzunehmen und nicht irgendwelche Spannungen reinzukriegen, damit das Klebeband natürlich auch ordentlich hebt. Jetzt geht es an die Positionierung. Hier haben wir natürlich noch eine starre Anhängerkupplung verbaut, macht das Ganze ein bisschen schwieriger, aber nicht unmöglich. So, und jetzt setze ich meine Markierungspunkte, dass er hier einmal schön bündig anliegt. Wichtig vor allem halt, dass hier hinten die Abschlusskante vom Radlauf schön übereinstimmt. Ich sehe jetzt gerade hier, der Kollege hat sich hier einen Ladekantenschutz nachgerüstet. Kleine Frage an euch, ist so ein bisschen ein Brainstorming von uns gewesen. Was haltet ihr davon, wenn man Ladekantenschutz auch in ABS-Kunststoff anbietet? Ihr hättet dann den Vorteil natürlich, mit eurer Farbkontraste zu arbeiten. Habt es nicht unbedingt immer in Hochglanzchrom, weil passt auch nicht immer unbedingt zu eurem Konzept. Und ihr hättet trotzdem einen vollflächigen Schutz. Will ich mal wissen von euch, was ihr davon haltet. Ich finde es eine coole Idee. So, back to topic, von der Vorgehensweise her, jetzt das allerselbe. Seht hier ein wunderschöner Abschluss in die Radlaufkante. Richtig gut. Und wie gesagt, ordentlich drauf drücke. Und dann passt die Geschichte. Also gefällt mir richtig, richtig gut, wie ihr sehen könnt. Anhängerkupplung ist nicht beeinträchtigt. Die PDC-Sensoren habe hier auch keinen Stress mit dem leichten Aufbau. Und jetzt habt ihr natürlich gerade hier beim T5 einmal das Komplettpaket mit der Kappspoilerlippe, Seitenschweller, Diffusor hinten, schön ringsrum. Hier oben haben wir noch einen Heckflügel. Also für einen Bus macht er doch gleich richtig schön was her. Und gerade hier mit dem Schwarz-Weiß-Kontrast, richtig, richtig geile Sache. Wie ihr sehen könnt, im Handrumdreher
ist das Ding jetzt hier anmontiert. Was soll ich dazu sagen? Ich bin begeistert, mir gefällt's. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Schreibt gerne in die Kommentare dazu, wie euch das Fahrzeug hier gefällt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.